Kette der internationalen Revolutionen ist die herannahende deutsche Revolution das wichtigste Glied. Die Arbeit der deutschen Spartakusgruppe, die unter den schwierigsten Umständen eine systematische revolutionäre Propaganda trieb, hat wirklich die Ehre des deutschen Sozialismus und des deutschen Proletariats gerettet. Jetzt kommt die Zeit, die schnell reifende deutsche Revolution ruft die Spartakusgruppe zur wichtigsten Rolle. Und wir hoffen alle mit Zuversicht, dass die deutsche sozialistische proletarische Republik bald entscheidende Schläge dem Weltimperialismus bringen wird. Lenins Ruf an alle war für uns Leitmotiv. Wir versuchten vor allen Dingen die Arbeiter zu überzeugen, dass durch eine gemeinsame Aktion zwischen Matrosen und Arbeitern den Krieg beenden kann. Und dadurch vor allen Dingen zu verhindern, dass die kaiserlichen Truppen noch gegen die junge Sowjetunion marschierten. Plötzlich wurden wir überrascht. Stuarts kamen und erklärten uns, die kaiserlichen Offiziere wollen noch eine Verzweiflungsschlacht gegen England liefern. Wir sagten uns, das müssen wir unter allen Umständen verhindern. Nach Beendigung der Großkundgebung auf den Exerzierplatz, wo ich zu ca. 80.000 Menschen gesprochen hatte, bewegte sich ein riesiger Demonstrationszug durch die Kieler Straßen. Alles, was sich uns in den Weg stellte, wurde überrannt, entwaffnet und vom Kaisercafé in Kiel gab es die ersten Toten und Verwundeten. Und am Montagvormittag, den 4. November 1918, wurde der erste Deutscher Soldatenrat gewählt. Wir hatten wohl die Macht an uns gerissen. Wir hatten sämtliche kaiserlichen Truppen entwaffnet. Wir hatten ca. 40.000 Soldaten, bewaffnete Soldaten hinter uns. Aber uns fehlte damals eine marxistisch-leninistische Kampfpartei, die uns führend in diesem unseren Kampf zur Seite stand. Der Funke springt auf ganz Deutschland über. Nach russischem Vorbild entstehen überall Arbeiter- und Soldatenräte, die als Kampforgane der Arbeiterklasse zunächst die reale Macht ausüben. Großstädte, Schachtanlagen, Rüstungsbetriebe und Industriereviere werden zu Zentren des revolutionären Massenkampfes. Mit gewaltigen Streiks und bewaffneten Aktionen der Arbeiter und Soldaten werden die Machtpositionen des imperialistischen Todfeindes der deutschen Nation bis in ihre Grundfesten erschüttert. Die Novemberrevolution wird zur gewaltigsten antiimperialistischen Massenbewegung in Europa nach der großen sozialistischen Oktoberrevolution. Sie beendet den Ersten Weltkrieg. Sie fegt das junkerlich-monarchistische Regime hinweg, verjagt die Fürsten, erzwingt die Errichtung einer bürgerlich-demokratischen Republik, zerbricht die Kriegs- und Ausnahmegesetze und die halbfeudale Gesindeordnung. Er kämpft das allgemeine Wahlrecht, die Koalitions-, Versammlungs- und Pressefreiheit, den Acht-Stunden-Tag und viele wirtschaftliche und soziale Verbesserungen für die arbeitenden Massen. Die deutsche Arbeiterklasse, die Haupttriebkraft der Revolution, will den Sozialismus. Die deutsche Bourgeoisie erleidet ihre schwerste Niederlage. Sie weiß, dass sie ihre Machtpositionen nur retten kann, wenn es gelingt, die revolutionären Kräfte zu spalten und die Weiterführung der Revolution zu verhindern. Und sie findet für ihre konterrevolutionären Anschläge bereitwillige Erfüllungsgehilfen, die rechten Führer der SPD und der Gewerkschaften. Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution
zum Kampf gegen den Bolschewismus. Ein halbes Jahrhundert hindurch waren die deutschen Arbeiter in dem Glauben erzogen worden, dass die Macht mit dem Stimmzettel erobert wird. Und als die Stunde der Revolution schlug, waren sie unfähig, sich vorzustellen, dass das nicht ausreicht, dass man die bewaffnete Gewalt der Gegenrevolution mit bewaffneter Gewalt der Arbeiter, der Massen, überwinden muss. Von der Mehrheit der Führer verraten, ging die deutsche Arbeiterklasse in den Ersten Weltkrieg und in die Novemberrevolution. Die Sozialdemokratische Partei war von inneren Gegensätzen zerrissen, eine Mischmaschpartei, die zum revolutionären Kampf unfähig war. Diese Unklarheit wurde auch bei der Wahl zu den Räten zum Verhängnis. Nur wo die marxistische Linke erheblichen Einfluss hatte, wurden die Räte revolutionär aktiv. Viele Arbeiter waren im Weltkrieg verheizt worden. Und nun drängten sich Wirrköpfe, zungengewandte Wirrköpfe in die Räte. Und die Gegenrevolution entsandte zungengewandte Agenten in die Soldatenräte und auch in die Arbeiterräte. Überall entstehen in den ersten Revolutionstagen spontan Volks- und Sicherheitswehren. Gemeinsam mit den örtlich zunächst einheitlich handelnden Räten verkörpern sie anfangs die Macht. In Berlin steht als einzig wirklich revolutionäre Truppe die Volksmarinedivision an der Seite der Arbeiter. Geführt von bewährten Revolutionären wie Heinrich Dornbach und Fritz Radke, hatte sie sich dem Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, der dem linken Flügel der USPD angehörte, zur Verfügung gestellt. Sie wird hauptsächlich zu Bewachungs- und Sicherheitsaufgaben herangezogen und stellt einen bedeutenden militärischen und politischen Machtfaktor der Arbeiterklasse in der deutschen Hauptstadt dar. Nur die konsequent marxistischen Kräfte um Karl Liebknecht erkennen, dass die Arbeiterklasse im Kampf um die politische Macht zu jeder Zeit in der Lage sein muss, auch bewaffnete Auseinandersetzungen zu führen. Der größte Teil der Wehren gerät jedoch sehr bald unter den gleichen verderblichen Einfluss der rechten SPD-Führer wie die Räte, die in ihrer Mehrheit die Fragen des Staates, der Revolution und der Macht nicht zu lösen verstehen. Das wird besonders deutlich, als am 16. Dezember 1918 in Berlin der Reichsrätekongress zusammentritt. Eine Viertelmillion Berliner Arbeiter und Soldaten folgt dem Aufruf des Spartakusbundes und demonstriert vor dem Kongressgebäude. Karl Liebknecht ruft unter dem Beifall der begeisterten Massen: Wir verlangen von dem Kongress, dass er die volle politische Macht zwecks Durchführung des Sozialismus in die Hand nimmt und die Macht nicht einer Nationalversammlung überträgt, die nicht ein Organ der Revolution sein würde. Doch die rechte SPD-Führung setzt ihre konterrevolutionäre Politik gegen den Willen der Massen durch. Und der Kongress überträgt: Bis zur anderweitigen Regelung durch die Nationalversammlung die gesetzgebende und vollziehende Gewalt dem Rat der Volksbeauftragten. Damit haben die Räte die Macht aus der Hand gegeben und sich ihr eigenes Todesurteil gesprochen. Das bedeutet eine Wende in der Novemberrevolution. Die antinationale, konterrevolutionäre Politik der rechten SPD-Führer hat die Macht des deutschen Imperialismus vor dem Ansturm der Volksmassen gerettet. Es gelingt nicht einmal, die Aufgaben der bürgerlich-demokratischen Revolution zu Ende zu führen. Von der Novemberrevolution sprechen heißt, an die große sozialistische Oktoberrevolution denken. Sie wurde geführt von einer Partei aus einem Guss, in jahrzehntelangem Kampf geschaffen von den Bolschewiken unter Lenins Führung, fähig, 160 Millionen Arbeiter und Bauern zum Siege zu führen. In Deutschland dagegen fehlte eine solche Partei. Das Heldentum der marxistischen Linken
Und der Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg konnte die fehlende revolutionäre Partei nicht ersetzen. In dieser für die geschichtliche Entwicklung Deutschlands entscheidenden Situation beginnt am 30. Dezember 1918 der Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands. Und die Delegierten beschließen, unter Lösung seiner organisatorischen Beziehungen zur USPD konstituiert sich der Spartakusbund als selbstständige politische Partei unter dem Namen Kommunistische Partei Deutschlands, Spartakusbund. Das bedeutet die Krönung des heldenhaften Kampfes der deutschen Linken und einen Wendepunkt in der Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbeiterbewegung. Diese Partei entwickelte sich in jahrzehntelangen Klassenschlachten zur erfahrensten und erfolgreichsten Partei der deutschen Geschichte. Geführt von ihrem Zentralkomitee und seinem ersten Sekretär, dem Genossen Walter Ulbricht, Kampfgefährte Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs, erfüllt diese unsere Partei in der DDR das Vermächtnis der revolutionären Kämpfer des Jahres 1918. Die deutschen Arbeiter und Soldaten erkämpften vor nunmehr einem halben Jahrhundert in der Novemberrevolution, der größten revolutionären Erhebung des deutschen Volkes seit dem großen deutschen Bauernkrieg, den Frieden. Sie stürzten die Monarchie und verjagten den Kaiser. Wie ihre russischen Klassenbrüder wollten sie Imperialismus und Krieg für immer aus dem Leben des Volkes verbannen. Lenin half den deutschen Linken, die notwendigen Lehren aus der Novemberrevolution zu ziehen und jene Kampfpartei zu schaffen, die nach dem Beispiel der Bolschewiki den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten um die politische Macht auf ihre Fahnen schrieb. Diese Partei hat in jeder historischen Etappe des Kampfes die Lehren aus der Oktober- und der Novemberrevolution berücksichtigt und die Frage der Macht richtig gestellt und richtig beantwortet. Der Staat ist fest in den Händen der geeinten Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten Werktätigen. Im November 1918 ging es um die Erringung der Macht und um den Schutz der revolutionären Erfolge. Heute gilt es, die errungene Macht unablässig zu stärken, die sozialistische DDR zuverlässig zu schützen und dem westdeutschen Imperialismus und Militarismus die Grenzen seiner Macht abzustecken. Die sozialistische Landesverteidigung ist zur Sache des ganzen Staatsvolkes der DDR geworden. Die bewaffneten Kräfte der Arbeiter- und Bauernmacht setzen das progressive militärische Erbe der proletarischen Volkswehren unter den neuen Bedingungen der Klassenauseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus fort. Unter der Führung dieser Partei ist im 50. Jahr der Novemberrevolution die Sehnsucht und zugleich die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterklasse, die Sozialistische Republik Deutscher Nation, verfassungsmäßige Wirklichkeit geworden. Hier hat das werktätige Volk sein wahres Vaterland gefunden und schreitet in fester Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten an der Seite der Sieger auf dem Weg des Sozialismus. November 1918. Der erste Tag nach dem Sieg des bewaffneten Aufstandes. An diesem 10. November hat sich der Führer der Sozialdemokratischen Partei, Friedrich Ebert, zum Mitglied der Revolutionsregierung wählen lassen. Noch am gleichen Tag verrät er die Revolution. Über dieses Telefon konspiriert er mit dem General Wilhelm Groener, dem Vertreter der obersten Heeresleitung, dem Zentrum der militärischen Konterrevolution. Der Zweck unseres Bündnisses, das wir am 10. November abends geschlossen hatten, war die restlose Bekämpfung der Revolution, Wiedereinsetzung einer geordneten Regierungsgewalt, Stützung dieser Regierungsgewalt durch die Macht einer Truppe und baldigst Einberufung einer Nationalversammlung. Das war das Ziel. Zunächst hat es sich darum gehandelt, in Berlin die Gewalt den Arbeiter- und Soldatenräten zu entreißen. Zu diesem Zwecke wurde eine Unternehmung geplant. Der militärische Einzug von 10 Divisionen in Berlin. Herr Ebert hat selbstverständlich zugestimmt, dass die Truppen mit scharfer Munition in Berlin einrücken. Kaiserliche Offiziere, aktive Unteroffiziere,
reaktionäre Studenten, kleinbürgerliche und lumpenproletarische Elemente, der ganze konterrevolutionäre Abschaum sammelt sich in Freikorps zur Rettung des Vaterlandes, der Kultur, des Christentums. Und den Oberbefehl über diese makabre Streitmacht übernimmt der sozialdemokratische Wehrexperte und Volksbeauftragte Gustav Noske, der von sich sagt: Meinetwegen, einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht. Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus. Auf die konterrevolutionären Machenschaften antworten am 6. Januar 1919 die Berliner Arbeiter mit dem Generalstreik. Eine 500.000 Menschen demonstriert für die Sicherung der Revolution, verlangt nach Waffen und wartet auf das Signal zum Handeln. Im Revolutionsausschuss, der sich aus Vertretern der revolutionären Obleute, der USPD, der Volksmarinedivision, des Zentralrates der Marine, der Eisenbahner, der Berliner Garnison und der Kommunistischen Partei zusammensetzt, fordern Karl Liebknecht und Wilhelm Pieck schnelle und klare Beschlüsse für die kampfbereiten Massen. Montag früh holten wir Mitglieder der Freien Sozialistischen Jugend unsere Waffen hervor und marschierten zum Marschstall. Von dort aus wurden wir dem Mosserhaus zugeteilt. Galt es doch, zu verhindern, dass die Kapitalisten weiterhin durch ihre Zeitungen alle Lügen verbreiten konnten. Arbeiter und Soldaten hatten bereits begonnen, das Gebäude in einen Verteidigungszustand zu setzen. Unheimlich war es für uns, in der Dunkelheit und bei dem höllischen Lärm von MG und Gewehrfeuer in den engen Straßen zu kämpfen. Am Donnerstag haben wir dann den ersten Toten. Am Montag und Dienstag demonstrierten wieder Tausende Arbeiter und Soldaten durch ihr Zeitungsviertel mit der Forderung auf Sturz der Regierung Ebert Scheidemann und auf Bewaffnung der Arbeiterschaft. Trotzig klangen unsere Kampflieder immer wieder zu den Demonstranten, die sich wieder auf den Straßen zeigten, wenn der Kampf abgeflaut war, heraus. Sie und unsere Mädchen und Frauen brachten uns Verpflegung, aber auch die schon knappe Munition. Und dann kamen bei einigen von uns Zweifel auf. Die rechten USPD-Führer und der Revolutionsausschuss, sie wollen Verhandlungen. Der Kommandant des Mosserhauses, Drach, der sich später als Agent zeigte und entlarvt wurde, hatte Verhandlungen aufgenommen mit der Regierung. Die Besatzung, das muss ich einverstanden. Arbeiter, Parteigenossen, Tage heldenmütigen Kampfes liegen hinter euch. Das alles sind kühne Taten, aber auch sie bestimmen noch nicht das Schicksal der Revolution. Fasst euch nicht auf die Beratungen und Verhandlungen, denn es ist doch jedem klar, zu welchem Zwecke die Ebert Scheidemann-Noske verhandeln. Sie führen Verhandlungen, um in der Zwischenzeit ihre Kräfte zu sammeln, um Truppen heranzuführen. Das ist so deutlich, dass ihr nicht still beiseite stehen dürft. Hütet euch! Jeder waffenfähige Mann versehe sich mit einem Gewehr. Jetzt ist es Zeit, dass alle Bewaffneten sich einheitlich in geschlossenen Formationen zusammenfinden. Jetzt erstehe die Rote Garde. Zeigt allem und jedem, dass ihr willens seid, das große Werk der Revolution zu Ende zu führen. Als am 8. Januar die unter den Oberbefehl des Sozialdemokraten Noske stehenden konterrevolutionären Truppen und Freikorpsbanden zum Gegenangriff auf die von den Arbeitern besetzten Gebäude übergingen, kam es überall zu erbitterten Kämpfen. Von der Vorwärtsbesatzung erhielt nun auch die Setzer und Drucker Gewehre, um die Angriffe abzuwehren. Und so kam auch ich endlich in den Besitz eines Gewehres, erhielt einen sehr kurzen Schießunterricht und wurde als Schütze auf dem Dach des Vorwärtsgebäudes eingesetzt. Die Angriffe der Regierungstruppen erfolgten meist im Schutz der Dunkelheit. Sobald die Alarmrufe erschallten, legten wir unser Handwerkszeug beiseite, ergriffen unsere Gewehre und besetzten eilig unsere Posten auf den Dächern.
Am 11. Januar erhielten dann die Regierungstruppen Feldgeschütze und Minenwerfer. Nach zweistündigem Beschuss war das Vorwärtsgebäude zu einer brennenden Ruine geworden und musste von den Verteidigern aufgegeben werden. Mir war es gelungen, gemeinsam mit einer Reihe anderer Genossen der Verhaftung nach der Erstürmung des Vorwärtsgebäudes durch die Noske-Truppen zu entgehen. Aber wir mussten in die Illegalität gehen und die Reihen der verfolgten und verbotenen KPD wieder schließen. Ich arbeitete wieder als Schriftsetzer. Später erhielt ich andere Aufgaben. Aber beides, Winkelhaken und Gewehr, spielten auch in meinem weiteren Leben noch eine wichtige Rolle. Und ich erlernte, beides gut zu gebrauchen. Denn ich hatte aus diesen Ereignissen eine wichtige Lehre gezogen. Meine kurze militärische Ausbildung erhielt ich und andere Genossen in den Tagen, als die bewaffneten Auseinandersetzungen mit dem Klassenfeind im vollen Gang waren. Wertvolle Zeit ging dadurch verloren. Wer aber den Feind vernichtend schlagen will, der muss ein guter und geschulter Kämpfer sein. Man muss nicht nur die Theorie des Marxismus-Leninismus beherrschen, wenn man den Sozialismus aufbauen will. Man muss auch gut geschult und gerüstet sein, den Sozialismus und das Neugeschaffene zu schützen und zu verteidigen. Unsere sozialistische Deutsche Demokratische Republik stellt uns alles theoretische, technische und militärische Rüstzeug zur Verfügung. Lernen wir, es gründlich zu beherrschen und auch zu gebrauchen. Heute haben wir die Waffen in der Hand und wir werden sie nicht aus der Hand geben. Die Arbeiterklasse, das werktätige Volk hat die Macht und weiß sie wahrzunehmen. Als wir im Januar 19 im Vorwärts nach schwerem Beschuss durch Minen Parlamentäre zu Major Stefani entsandten, ließ er die Parlamentäre kurzerhand erschießen. Und wir beschlossen, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Ähnlich war es in der Nacht vom 12. zum 13. Januar 1919 im Polizeipräsidium. Ein Offizier gab uns sein Ehrenwort, wenn wir freiwillig die Waffen abgeben würden, würde uns nichts geschehen. Und wir gaben die Waffen ab. Unter den wüstesten Beschimpfungen, Schmähungen und Misshandlungen mit Gewehrkolben und mit Fäusten und Anspucken wurden wir über den Alexanderplatz in die Alexanderkaserne getrieben. Auf dem Weg über den großen Hof sahen wir, wie zwei Jugendliche an der Mauer erschossen wurden. Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus. Verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus. Die Tradition der reaktionären Bündnisse dauert an. Eine große Koalition könnte einige notwendige Reformen durchführen, die mit einer anderen Konstellation nicht möglich sind. Man denke nur an die Notwendigkeit, gewisse Punkte unserer Verfassung zu ändern. Eine große Koalition könnte einige notwendige Reformen durchführen, die mit einer anderen Konstellation nicht möglich sind. Man denke nur an die Notwendigkeit, gewisse Punkte unserer Verfassung zu ändern. Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus. Die Tradition der revanchistischen Bündnisse dauert an. Es ist unsere Aufgabe,
die Aufgabe der deutschen Bundesregierung, als Treuhänderin für das gesamte deutsche Volk zu handeln und keines der deutschen Rechte aufzugeben. Hierzu gehört das Alleinvertretungsrecht der Bundesregierung für ganz Deutschland. Ich wende nicht einmal die Formel eines wiedervereinigten Deutschland an, sondern Deutschlands, das wir ja noch für bestehend erachten in den Grenzen von 1937. Wir von der NPD mit unseren wachsenden Wählerzahlen wollen nicht länger Objekt der Politik anderer sein, wenn wir anfangen, auf irgendetwas zu verzichten. Ob es das nördliche Ostpreußen ist oder ob es das Sudetenland wäre oder sonst irgendetwas. Am Ende einer solchen Entwicklung stünde nicht die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, sondern stünde die Anerkennung der Elbe-Werra-Linie. Alle, die es ernst meinen mit dem Frieden und mit Europa, wollen, müssen zum Besseren etwas ändern wollen in Europa. Wir wollen die Spaltung Europas überwinden. Gewaltverzicht bedeutet nicht, dass alles genauso bleiben kann, wie es heute ist. Gewaltverzicht bedeutet nicht, dass alles genauso bleiben kann, wie es heute ist. Gewaltverzicht bedeutet nicht, dass alles genauso bleiben kann, wie es heute ist. Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus. Die Tradition der aggressiven Bündnisse dauert an. Wir sollten daran denken, dass Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien und so weiter genauso zu Europa gehören wie die Schweiz, Holland oder Belgien. Jeder Schritt in Richtung auf die Einheit Europas und damit in Richtung auf die Stärkung und Autonomie Europas wird eine Veränderung des Status quo zur Folge haben. Selbstverständlich zugunsten des Westens. Während dieser Periode müssen wir die ost- und südosteuropäischen Völker durch kulturelle und wirtschaftliche Bindungen stärker an Westeuropa heranziehen. Durch Jugend- und Akademikeraustausch, durch Tourismus, Sportveranstaltungen und viele andere passende Mittel. Die Bundeswehr muss einen Beitrag zur abgestuften Abschreckung leisten, der auch Trägermittel für atomare Sprengkörper einschließt. Eines dieser Mittel beschreibt der ehemalige Generalleutnant der Bundeswehr, Meyer Detring. Die Verwirklichung solcher Stellvertreterkriege lokalen Umfangs wäre denkbar in Berlin, an deutsch gesicherten Teilen der Demarkationslinie, in Nordgriechenland. Und viele andere passende Mittel. Heute, nach 15 Jahren, ist die Botschaft des 17. Juni 1953 stark und gegenwärtig. Vor 50 Jahren kämpften die Einheiten der Volksmarinedivision. Die Novemberrevolution war die erste bewaffnete Auseinandersetzung der deutschen Arbeiterklasse mit dem Militarismus und Imperialismus. Uns ist es vorbehalten, den Kampf der Arbeiter, Soldaten und Matrosen siegreich zu Ende zu führen. In ihrem Sinne stehen wir hier an der Staatsgrenze unserer Republik und zeigen dem westdeutschen Militarismus und Imperialismus die Grenzen seiner Macht. November lebt. Er lebt in der siegreichen sozialistischen Waffenbrüderschaft. In der ständigen Bereitschaft aller offenen und versteckten Angriffe des Klassenfeindes
mit vernichtenden Schlägen zu beantworten. Er lebt in der Entschlossenheit, gemeinsam den Schutz der sozialistischen Errungenschaften in allen Bruderländern zu garantieren. Er lebt in den ruhmreichen Traditionen des proletarischen Internationalismus und in der unzerstörbaren Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion und der sozialistischen Staaten. Der rote November lebt. Er lebt in den Herzen und Hirnen der geeinten Arbeiterklasse der DDR, die unter der Führung ihrer siegreichen Partei weit über die Ziele der Novemberrevolution hinaus in das Zeitalter des Sozialismus vorgestoßen ist.